Ja, wir haben heute schon die sechste Predigt unserer Serie zu den Seligpreisungen. Ein neuer Weg. Es ist der erste Abschnitt von der Bergpredigt, die bekannteste Predigt von Jesus. Bergpredigt, das sagt vielen Leuten etwas, was sie vielleicht die Bibel nicht so gut kennen. An das, was Jesus da gesagt hat, erinnert sich viele, findet auch viele gut. Ist immer wieder ein guter Punkt, da zum Anknüpfen im Gespräch, über die Bergpredigt ins Gespräch zu kommen. Und ganz besonders jetzt auch über die Seligpreisungen. Matthäus 5, leset immer wieder die Seligpreisungen durch. Die ganze Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und ihr werdet immer mehr drin finden in das ganze Thema, wo Jesus da uns weitergibt, wo es um Wert geht, um Charaktereigenschaften, die so wichtig sind für uns Christen, dass wir ein Leben leben können, das Ausstrahlung hat. Dass wir glaubwürdig sein können in unserer Umgebung, dass sich etwas bewegt, dass sich etwas verändert um uns herum, dass wir wirklich können, wie Jesus sagt in Matthäus 5, gerade nach diesen Seligpreisungen, und das ist nicht Zufall, dass das gerade nach diesen Seligpreisungen Jesus erwähnt, dass wir wirklich können, als Gemeinde, als Kirche, auch als Christen, wirklich wie eine leuchtende Stadt sein auf dem Berg, wo man schon von Weitem sieht, wo leuchtet. Und dass wir Salz sein können, und Licht sein, das kommt im gleichen Abschnitt. Salz und Licht sein für unsere Umgebung, für das müssen wir uns nicht anstrengen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sagt er, dann sind ihr das. Dann sind ihr das Salz, sind ihr das Licht, sind ihr so eine leuchtende Stadt für eure Umgebung. Es geht wirklich, wenn wir auf unsere Gemeindevision schauen, mitkommen, weiterkommen. Es geht in dieser Predigserie ganz stark ums Weiterkommen, oder? Habt ihr auch schon gespürt. Es geht darum, von Jesus verändert zu werden. Aber vielleicht auch, zum ersten Mal bei Jesus ankommen. Bei dem Jesus, der dein Leben neu machen möchte. Bei dem Jesus, der dich verändern möchte, der seinen Geist dir gibt und dich von innen raus verändern will. Wir haben angefangen mit dem ersten G. Es sind ja 9G. Also 2G wird jetzt dann aufgehoben, hoffentlich. 9G bleibt, oder? 9-mal glücklich, sagt Jesus. 9-mal gesegnet. 9-mal glückselig. Das griechische Wort Makarios, wo man so verschieden übersetzen kann, wo das steht, wir haben angefangen mit den Armen im Geist, mit denen, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Hat mit Demut zu tun. Wir haben weitergemacht, selig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden, unsere Trauer auch ernst nehmen, ehrlich sein, nicht einfach zu schnell relativieren, es ist ja nicht so schlimm, Spannung aushalten, auch mit Leuten trauern, mit Leuten unterwegs sind, die es schwer haben. Selig sind die Sanftmütigen. Ganz spannendes Thema, finde ich. Sanftmut als Stärke, so wie Jesus gelebt hat. Sanft, ohne Gewalt. Und gleich ganz klares Profil, ganz stark, wie er predigt hat, wie er gewirkt hat, wie er sich um Menschen gekümmert hat. Selig sind die, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jesus möchte, dass wir wirklich bei ihm unseren Hunger, dass er gestillt wird. Dass wir nicht selbstzufrieden werden, sondern satt werden. Das ist nicht das Gleiche. Und dass wir erkennen, dass wir vor Gott gerecht werden durch den Glauben, durch Beziehung zu ihm. Nicht wegen uns selber oder wie wir uns anstrengen könnten. Selig sind die Barmherzigen. Letzten Sonntag von Dani hat mich mega berührt, auch angesprochen, herausgefordert. Wie behandle ich andere? Wie möchte ich von anderen behandelt werden? Wir sollen barmherzig sein. Gerade als Christen soll uns das auszeichnen. Barmherzig sein miteinander, auch mit Leuten, und das sind wir alle immer wieder, die Fehler machen, die scheitern im Leben, wo es schwierig läuft. So wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, sagt Jesus in Lukas 6, Vers 36, so sollen wir auch mit anderen barmherzig sein. Und ich denke auch gerade nach dieser Zeit, die Zeit, die jetzt kommt, wo wir merken, auch in unserer Gesellschaft, es sind viele Gräben da, zum Teil tiefe Gräben, zum Teil Familien, die nicht zusammenreden, wirklich schlimm. Es braucht viel Barmherzigkeit, um das zu überwinden. Und ich denke, als Christen können wir da wirklich Vorbilder sein, können wir vorausgehen, können wir Menschen sein, die Brücken bauen, die wirklich helfen, wieder zu verbinden. Wenn ihr eine Predigt verpasst habt, schaut es doch nach auf YouTube oder auf unserer Page, dass ihr einen Zusammenhang habt zu dieser ganzen Serie. Heute also die sechste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 8. Thomas hat es gesagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das ist gar nicht so einfach, denn was heisst schon ein reines Herz haben? Es gibt ein bekanntes Kindergebet,
Das heißt, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Vielleicht haben die einen von euch das auch mal betet als Kind. Ich habe immer betet, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das war so mein Gebet. Würde ich heute, glaube ich, auch nicht mehr so beten. Aber ich habe das so gelernt von meinen Eltern. Und ich habe mit meinen Kindern gelernt, frei zu beten. So. Ich finde das sehr schön. Bis heute machen wir das so jeden Abend. Ein schönes Gebet, oder? Ich bin klein, mein Herz macht rein. Jesus soll in meinem Herz wohnen. Es kann aber auch dazu führen, dass man den Bibelvers falsch versteht. Und ich glaube, wir haben da wirklich manchmal ein bisschen, ja, andere Vorstellung als das, was wirklich da gemeint ist. Natürlich brauchen wir alle Vergebung, oder? Natürlich ist unser Herz von Natur aus nicht rein. Jesus sagt, da kommen Gedanken aus unserem Herz, die nicht gut sind, die böse sind. Und das merken wir alle immer wieder. Wir brauchen die Vergebung jeden Tag neu. Jesus wäscht uns rein. Aber christliche Frömmigkeit, auch in der Kirchengeschichte, hat Reinheit immer mit Sauberkeit oder gern mit Sauberkeit verbunden und dann an ein sündloses Herz denkt. Und das ist da definitiv nicht gemeint. Ein sündloses Herz, das Gott gern möchte sehen, weil das setzt genau wieder unter Druck. Ui, ich muss ein sündloses Herz haben. Was kann ich machen, um ein sündloses Herz zu bekommen? Es zielt an dem vorbei, wo Jesus da sagt. Es geht da nicht um Unreinheit, da muss gereinigt werden. Sondern das Herz ist im biblischen Sinn das Zentrum von unserer Person. Und ein reines Herz meint da, dass wir aufrichtig sind, dass wir transparent sind, dass wir klar sind. Man redet auch von der Klarheit vom Herz. Gefragt ist eine klare Ausrichtung, eine Eindeutigkeit und Taten, die daraus folgen. Jesus hat ja immer wieder sich ganz klar abgrenzt, den Gegenpol gesetzt zu den Pharisäern, die so aufs Äußere geschaut haben, dass die Fassade schön aussieht, dass man gut dasteht vor den Leuten, haben die Leute gedrückt mit unnötigen Gesetzen, extreme Lasten den Leuten aufgelegt. Und Jesus hat eigentlich da einen Gegenpol gesetzt und hat gesagt, es geht darum, dass unser Leben stimmt. Dass das übereinstimmt, was wir sagen und was wir machen. Dass unser Christsein unser ganzes Leben umfasst, dass es Hände und Füße überkommt. Und wenn wir den Versen so anschauen, könnte man im ersten Moment auch mich jetzt so ein bisschen an Perfektion erinnert. Aber erstens kann ich mein Herz nicht selber reinwaschen, das kann nur Jesus machen. Hat er auch schon längstens gemacht, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn wir das für uns persönlich annehmen und sagen, jawohl Jesus, ich brauche deine Vergebung, und zwar jeden Tag wieder neu. Dann können wir das erleben, was das heisst, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 so wunderbar steht, oder? Aber das ist wie ein anderes Thema da. Es geht um Klarheit, es geht um Eindeutigkeit. Und spannend ist, was Gott zum Abraham gesagt hat in 1. Mose 17. Das ist ein spannender Vers, wo er mit ihm einen Bund schließt, wo er auch den neuen Namen überkommt, nicht Abraham, sondern Abraham. Es heißt, und Abraham war 99 Jahre alt, da schien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz. Sei ganz. Der Luther übersetzt, sei fromm. Tadellos. Das ist schon wieder missverständlich. Das klingt schon wieder so nach Perfektionismus, aber es heißt, sei ganz. Das bedeutet, leb eindeutig. Leb klar. Leb aufrichtig. Und für mich heisst das, schau, dass dein Leben mit deinen Worten übereinstimmt. Sei echt. Sei konsequent. Und ich denke, da happert es doch immer wieder bei uns Christen, dass wir grosse Predigten halten, aber unser Leben, das nicht immer mit dem übereinstimmt. Ich möchte auf die Verheißung jetzt eingehen, wo Jesus da sagt, eine wunderbare Verheißung in diesem Vers, in dieser Seligpreise, glücklich sind die, die reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Auch nicht das einfachste Thema. Wer will das nicht, oder? Wer will das nicht, Gott sehen? Schon der Mose hat das welle. Und es heisst von ihm im 2. Mose 33, Vers 11, wie Gott ihm begegnet ist, im Zelt von der Begegnung, in der Stiftshütte, wie die Wolke runtergekommen ist. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Das war eine Nähe gewesen. Ich denke, der Mose hat Gott akustisch gehört, hat ihn aber nicht gesehen. Und darum betet er ihn im Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen.
Das ist eine ganz geniale Geschichte, müssen wir mal nachlesen. Und ich finde es so schön, wie Gott auf diese Bitte eingeht. Wenn er nicht sagt, ah, vergiss es, Mose, du bist ein kleiner Mensch, ich bin der heilige Gott. Was müssen wir nicht diskutieren, du kannst mich eh nicht sehen. Sondern wenn er wirklich auf die grosse Bitte von Mose eingeht und der Mose in einen Felsspalte tut, ihn quasi schützt und an ihm vorbeizieht und der Mose darf ihm hinten reinschauen. Das ist genial, oder? Also der Mose hat Gott nicht von vorne können sehen, aber von hinten hat können Gottes Herrlichkeit hinten reinschauen. Und ich denke, das war eine Erfahrung, die der Mose nie mehr vergessen hat. Und Gott begründet das dann auch im Vers 20. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, sagt er zu Mose, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mit unserem Körper können wir Gott nicht sehen. Das würden wir gar nicht aushalten, die Heiligkeit. Aber er hat ihn dürfen hinten reinschauen. Und Jesus hat später gesagt zu seinem Jünger Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn wir Jesus sehen, wobei auch wir ihn nicht sehen können, oder? Er lebt jetzt, ist wieder in der Ewigkeit, wir sehen ihn nicht, wie die Jünger das haben können. Aber wir können mit ihm reden, wir können ihn erfahren, wir können mit ihm unterwegs sein, wir kommen schon so wie einen Vorgeschmack über auf die Ewigkeit, wo wir ihn dann wirklich werden sehen. 1. Johannes 3, Vers 2, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und ich freue mich auf den Moment. Ich freue mich auf den Moment, wenn wir Jesus werden sehen, wie er ist. Und ich denke, in dem Moment werden auch all unsere Fragen, die wir noch haben, beantwortet sein. In dem Moment werden unsere Fragen beantwortet sein. So stelle ich mir das vor. Und ganz ein wichtiger Vers zu diesem Thema kommt vom Hiob. Hiob 42, Vers 5, wo so ein schwieriges Leiden erlebt hat, unglaublich schwere Führung erlebt hat, alles verloren hat und so mit Gott gerungen hat und am Schluss wieder von Gott beschenkt worden ist und dann sagt, nach dem inneren Ringen, auch mit seinen Freunden und mit Gott und mit dem Nichtverstehen und allem zusammen, Hiob 42, Vers 5, wie er kann bekennen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Der Hiob hat Gott nicht mit den Augen gesehen, sondern es ist ein Bild. Er hat ihn erlebt. Er hat ihn ganz neu erfahren. Nicht nur theoretisch, sondern praktisch, wie Gott ihm durchgeholfen hat, wie er ihm beigestanden ist. Es geht auch da wieder. Gott gesehen für uns. Es geht um Beziehung. Es geht um Nähe zu Gott. Es geht immer wieder um das Thema. Das hat der Hiob erlebt. Und das dürfen auch wir erleben. Die Nähe zu Gott, dass die Beziehung in die Tiefe wächst, um das geht es in den Seligpreisungen, um nichts anderes. Dass wir in der Beziehung zu Jesus wachsen, näher kommen zu ihm und durch das Ausstrahlung überkommen, für unsere Umgebung verändert werden, von innen raus. Um das geht es. Wir kommen ein neues Herz über von ihm. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir wiedergeboren werden, ein neues Herz überkommen. Das haben die Propheten ja schon lange angekündigt, schon lange vor Jesus. Ezekiel 36, 26. Und ich werde euch, sagt Gott zu seinem Volk, ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Wir schauen die Seligpreisung vom reinen Herz unter dem Vorzeichen an, dass uns vergeben worden ist. Durch Sterben von Jesus am Kreuz. Uns ist vergeben worden. Wir haben ein neues Herz bekommen. Und Jesus sagt nicht, gesegnet sind die Perfekten, weil sie keine Fehler machen, sondern Jesus sagt, selig sind, gesegnet sind die, die ein reines Herz schenkt. Und das reine Herz schenkt Jesus uns, wenn wir seine Vergebung annehmen. Wenn wir das in Anspruch nehmen für uns. Wir sind aber als Christen nicht perfekt, das wissen wir alle selber gut genug. Dass wir immer wieder Fehler machen, aber wir wissen, wer wir sind in Jesus, in ihm. Und der Paulus sagt das ganz schön im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15, dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht. Mir gefällt das. Wir werden leuchten wie Sterne in der Nacht, die leuchtende Stadt, Salz und Licht. Auch wenn wir nicht perfekt sind, Jesus bringt uns zum Leuchten, bringt uns zum Strahlen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und wenn wir schauen, wie es angefangen hat bei Adam und Eva, wie sie in dieser Beziehung mit Gott im Paradies gelebt haben, im Garten Eden,
vor dem Sündenfall, wie sie die Nähe hatten, dann später verloren haben, weil sie ungehorsam waren, mussten aus dem Garten rausgehen, weil sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Aber wenn wir Kind von Gott werden, durch den Glauben, und er uns ein neues Herz gibt, dann können wir die Beziehung wieder zurückgeben. Wir kommen wieder in die neue Beziehung zu Gott hinein. Und wir werden nicht sündlos leben, aber wir werden dann wieder erleben, wie Sünde die Beziehung zu Gott belasten kann. Aber die Verbindung ist wieder hergestellt. Die Verbindung zu Gott ist wieder hergestellt. Der Weg ist wieder frei zu ihm für uns Menschen, was vorher nach dem Sündenfall verschüttet war. Das Blut von Jesus, das uns reingewaschen hat. Das Opfer von einem unschuldigen und fehlerlosen Lamm. Und das ist mir immer wieder wichtig, auch zu betonen, Jesus hat uns 100% vergeben. Nicht nur 95%, auch nicht 99%, dass wir den Eindruck haben, ja, wir können ja selber auch noch ein bisschen helfen. Wir können ja selber auch noch ein bisschen nachhelfen zum Reinwaschen. Nein, es funktioniert nicht. 100% hat er uns vergeben. Und unser Leben soll in dieser dunklen Welt leuchten. Leuchten wie ein Stern in der Nacht. Das ist auch das, wie Jesus sagt, wenn er von der leuchtenden Stadt redet und vom Salz und Licht redet, wo wir Christen sind, für unsere Umgebung. Es gibt ein anderes schönes Bild für uns Christen, für uns als Gemeinde, dass wir sein können wie ein Leuchtturm, wo wirklich hell leuchtet, wo man von Weitem sieht, wo Schiffe unterwegs sind, Orientierung gibt. Das soll unser Leben sein. Wie so ein Leuchtturm, wo anderen Orientierung gibt. Das ist unsere Aufgabe als Christen, das ist unsere Berufung. Und der Paulus sagt zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, 1. Timotheus 5,22, halt dich selber rein. Und ich möchte 3 kurze Wege jetzt euch aufzeigen, wie wir unser Herz rein bewahren können. Das sind eigentlich 3 ganz einfache Punkte. Der erste ist, sei schnell im Glauben. Glaub wie ein Kind. Ein kindlicher Glaube ist so wichtig. Nicht ein kindischer Glaube, sondern ein kindlicher Glaube, der nicht lang überlegt, stimmt jetzt das, kommt jetzt das alles, ist jetzt das alles bis zum Letzten. Nein, wo sagt Herr, wie ein Kind zu seinen Eltern, wo die Arme entgegenstreckt, ich springe, ich weiss, du fangst mich auf. Wir erleben immer wieder, wie Angst, wie Zweifel, wie Unglauben, Unversöhnlichkeit und Stolz sich in unser Herz schleichen, wo uns schwer macht, zu glauben. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen mit allen Ängsten, mit allem, was uns beschwert, zu Jesus kommen, immer wieder. Aber wenn wir sein Wort lesen, merken wir, wie viele Verheißungen da drin stehen, dass er mit uns ist, dass er uns trägt, dass er bei uns ist im dunklen Tal, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Lesen Psalmen, lesen das Buch Hiob, wo uns soll helfen, immer wieder zu vertrauen. Auch dann, wenn wir ihn nicht sehen, wir sehen ihn nicht. Auch dann, wenn wir ihn nicht spüren. Auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Dass wir zu ihm kommen können mit unseren Fragen, mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln. Dass wir unser Herz vor ihm ausschütten können und erleben, dass er uns tröstet. Dass er uns auch Leute zur Seite stellt, die uns helfen, die uns tragen, die uns nahe sind. Gott verkraftet es, wenn wir auch klagen. Ich glaube, wir müssen das wieder neu lernen. Klagen. Wirklich auch ringen mit Gott. Nicht schöne Worte, das Gefühl, ich muss schöne Worte machen, sondern wirklich mit ihm reden, was uns bewegt, ehrlich sein, echt sein. Er verkraftet es. Er hat kein Problem. Ich verstand vieles nicht, ehrlich gesagt. Ich verstand vieles nicht. Auch gerade wenn es ums Thema Leid geht. Wieso werden Leute so schwer geführt mit ihren Kindern, mit dem eigenen Ehepartner? Wieso ist so viel schwierig auf dieser Welt? Ich weiß es nicht. Ich habe viele Orte keine Antworten. Aber ich will trotzdem mich immer wieder entscheiden, auf Gott zu vertrauen und zu sagen, Gott, ich verstand dich zwar im Moment nicht, aber ich will vertrauen, dass du einen guten Plan hast mit dieser Welt, mit meinem Leben, mit unserer Gemeinde, mit deiner Gemeinde. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Und das ist für mich so ein kindlicher Glaube, wo ich möchte, dass der erhalten bleibt, dass der nicht weggespült wird mit der Zeit. Vermutlich kennen die meisten von euch die Geschichte von den beiden Jüngern, die am Ostermorgen unterwegs waren von Jerusalem nach Emmaus. Und auf einmal kommt der Auferstandene Jesus in ihre Mitte und redet mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht, weil sie noch völlig verzweifelt sind, weil ihr Herz schwer ist und sie verstehen die Welt nicht mehr, dass Jesus gestorben ist, ihre Freund, ihre Meister, ihre Rabbi, und sie fragen sich, wie es weitergehen soll.
Und Jesus kommt da in ihre Mitte und läuft mit ihnen und redet mit ihnen über Prophetenwort vom Alten Testament, wo schon sein Leiden und seine Auferstehung vorausgesagt haben. Und sagt zu den beiden, Lukas 24, Vers 25, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge oder schwerfällig, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und ich habe so gedacht, das ist doch auch unser Thema. Auch nach diesen 2 Jahren fühlst du dich irgendwie müde. Gestern war ein guter Artikel im Walliser Buch von einer Frau, die geschrieben hat, wie sie sich mit ihrer Familie gefühlt hat in diesen 2 Jahren. Und sie hat so die Wortschöpfung gebracht, mütend. Mütend, oder? Müde und wütend verbunden. Also zu müde, um wütig zu sein oder zu wütig, um müde zu sein, irgendwie so. Mütend. Und ich habe so gefunden, ja, das gilt. Und das gilt auch für viele Christen. Viele Christen haben auch irgendwo den Kopf in den Sand gesteckt. Und ich selber bin auch häufig traurig gewesen und habe die Welt nicht verstanden und habe gerungen. Und ich finde, das passt für uns. Unser Herz ist oft träge, müde, schwerfällig im Glauben. Und ich bin so froh, dass in der Bibel, also erstens haben die beiden den Jesus doch noch erkannt, nachdem er das Brot gebrochen hat mit ihnen und sie die Wunde gesehen haben, die Wundmale an seinen Händen. Und zweitens bin ich sehr froh, dass in der Bibel auch die Geschichte vom Jünger Thomas steht. Vom Thomas, der nicht so einfach hatte zum Glauben, der zweifelt hat, wo Mühe hatte zu glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, auch wenn die Frauen Jesus gesehen haben am Ostermorgen, auch wenn die anderen Jünger Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben, er hat noch ein bisschen mehr gebraucht. Wir lesen Johannes 20, 25, Thomas aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Er hat wirklich Mühe gehabt. Hat Mühe gehabt. Und kurz darauf ab, ist Jesus tatsächlich nochmal allen Jüngern erschienen. Der Thomas war dabei gewesen und hat wirklich dürfen seine Hände in die Wundmal von Jesus legen und hat sich dann überzeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das finde ich so schön. Jesus hat seinen Zweifel ernst genommen. Er ist extra nochmal gekommen, um ihm Thomas das zu zeigen und dass er das hat dürfen machen. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände, sagt Jesus zum Thomas, und zieh sie dir an, gib mir deine Hand, leg sie in die Wunde an meiner Seite, zweifle nicht länger, sei nicht ungläubig, sondern glaub. Und ich denke, nach dieser Lektion hätte Thomas wirklich können glauben. Wir erleben immer wieder, dass Satan, der Feind von Gott, versucht, uns zum Zweifeln zu bringen an Gottes Güte. Und das ist nicht neu, das ist schon immer so gewesen, das ist bei Adam und Eva so gewesen. Gott meint es nicht wirklich gut, er tut euch da etwas vorenthalten mit dieser Frucht, esset und euch werden die Augen aufgehen. Satan hat immer die gleiche Taktik, er ist nicht sehr kreativ an diesem Punkt, oder? Immer wieder versucht er uns zum Zweifeln an Gottes Güte zu bringen, aber wir haben es vorher gesungen, Gott ist gut. Und das ist immer wieder eine Entscheidung für uns, das zu glauben, einmal auszusprechen, auch dann, wenn ich nicht verstand, Gott ist gut. Und Satan ist ein Lügner. Er ist der grösste Lügner, den es gibt. Und das gilt es immer wieder zu entlarven und auch mal das auszusprechen, was Jesus selber sagt in Johannes 8, Vers 44. Er ist ein Mörder, der Teufel, und er ist ein Vater der Lüge. Und wenn so Gedanken kommen, yeah, ich weiss nicht, ob es Gott gut wirklich meint mit dir, einfach können sagen, du bist ein Lügner. Ich glaube dir nicht mehr. Gott ist gut. Gott ist gut. Und ich will ihm vertrauen. Der Teufel verdreht immer alles. Es sieht zwar gut aus, aber es ist nicht gut, was er will. Gott ist wirklich gut. Ja, wie können wir ein reines Herz bewahren? Zweiter Punkt, sei schnell im Vergehen. Es passiert so schnell, und das kennen wir alle, wie unsere Herzen und Gedanken plötzlich, es fängt an kreisen und man fängt sich an, über andere aufregen und böse Gedanken kommen, belasten unser Herz, verunreinigen es. Es ist wie so eine Quelle, wo irgendwo ein totes Tier drin liegt und alle, die unterhalb von dem Ort trinken, werden krank, weil die Quelle verunreinigt ist. Ich finde, es ist normal, dass wir immer wieder mal anstehen, auch mit Leuten, dass es Konflikt gibt. Wo geschafft wird, fliegen die Späne. Aber ich will immer wieder lernen, voneinander zuzugehen. Es fällt mir schwer in so einem Moment. Es braucht extrem viel Demut und die Initiativen ergreifen. Der Daniel hat letzte Predigt auch von diesem Thema erzählt. Aber auch wenn jemand nicht bereit ist, einen Konflikt zu bereinigen, ich kann ihm trotzdem vergeben von meiner Seite und kann sagen, schau, ich will die Last nicht mit mir rumschleichen.
Ich will vergeben. Und was der andere macht, ist eigentlich seine Entscheidung. Weil sonst tut es uns von innen raus, tut uns von innen raus blockieren, vergiften. Schaut mal die Pappeln da hinten an, oder, die es abgehauen haben, oder im Strunk unten sehen, wie sie in der Mitte faul ist. Genau das passiert, wenn wir so Sachen anstehen lassen. Wir werden krank, wenn wir nicht vergeben können. Es macht uns kaputt. Es geht zum Teil über Jahre. Und Gott möchte uns wirklich von dem bewahren. Er möchte, dass wir gesund wachsen können. Dass wir uns nicht blockieren lassen. Dass wir uns nicht lähmen lassen durch Konflikte, die wir nicht anpacken. Für mich gibt es so Grundregeln. Epheser 4, Vers 26, wo der Paulus schreibt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gilt für mich auch für Ehepaar, dass wenn du ins Bett gehst, ich weiss, man kann nicht immer jede Meinungsverschiedenheit klären. Manchmal braucht es Zeit, man muss darüber schlafen, man muss nochmal diskutieren. Aber ich finde es schön, wenn man einfach so wie als Ziel hat miteinander, dass man die Beziehung doch am Abend so wie geklärt hat, dass man zusammen kann einfach ins Bett gehen und zusammen beten kann. Probiert es einmal aus, oder? Wenn ihr aufeinander zornig sind, könnt ihr nämlich nicht zusammen beten. Es funktioniert nicht. Und das ist für mich so eine gute Regel. Ich möchte mit meiner Frau beten vor dem Schlafen. Und sonst müssen wir halt gleich noch reden vorher. So, das ist so meine oder unsere Grundregel. Beten zusammen. Ich merke immer wieder, dass viele Ehepaare das gar nicht mehr machen. Beten finde so etwas Verbindendes, wenn man zusammen beten kann. Egal, es muss nicht vor meinem Bett sein, es kann irgendwann sein am Tag. Aber zusammen beten als Ehepaar, es gibt nichts, was einen mehr verbindet. Das ist so etwas Wichtiges und ich finde es schade, dass das zum Teil verloren geht. Und ich sage allen jungen Ehepaaren, die man begleitet und auf die Hochzeit vorbereitet, hey, fängt an mit dem, betet miteinander. Findet eure Zeit am Tag, wo ihr zusammen betet. Es wird euch verbinden und es wird euch helfen, eure Beziehung immer wieder können, auch zu bereinigen. Ich denke auch viel an den Vers vom Salomo, in Sprüche 4, 23, bei diesem Thema, wo er sagt, vor allem aber, behüte dein Herz, da kommt es wieder, oder? Unser Herz, noch auch übersetzen, acht auf deine Gedanken, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Es beeinflusst dein ganze Leben. Es ist so wichtig. Und das Thema Vergebung, da kommt mir immer wieder das Zitat in den Sinn, wenn du einen Menschen vergisst, dann lässt du einen Gefangenen frei. Und du denkst, ich lasse den anderen frei. Aber eigentlich bist es du, der frei ist nachher. Eigentlich bist es du. Wenn du vergisst, bist du der, der frei ist. Und das ist das Geheimnis. Und das gilt es immer wieder zu entdecken. Vergebung macht uns frei. Vergebung kostet etwas. Jesus hat sein Leben gekostet, dass wir Vergebung haben von unserer Schuld. Aber es führt in die Freiheit. Und Jesus schenkt uns auch die Liebe, die wir brauchen, weil man jeden Tag uns selber vergibt. Oder? Wie wir im Vater unser betet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist so ein wichtiger Punkt. Je länger dass wir warten, desto schwieriger wird es, zu vergeben. Unser Herz wird irgendwann hart, der Stolz steht in seinem Weg. Und ich mache dir Mut, wenn du einen Konflikt hast, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Schwiegereltern, mit deinem Chef, mit deinem Nachbarn, was weiß ich, überleg dir heute, welchen Schritt könntest du tun? Was könntest du machen? Wie könntest du die Beziehung bereinigen, damit du sie selber auch einen Gefallen tun kannst, damit du selber frei wirst von dieser Last? Wir sollen nicht anderen Lasten nachtragen, das ist viel zu streng. Du hast gar keine Kraft mehr für anderes. Lass es los. Versuch, Jesus zu bringen, versuch einen Schritt zu machen. Ich weiss, es ist schwierig. Und unsere Gefühle und unsere Gedanken sagen häufig etwas anderes. Zum Beispiel, der andere verdient meine Verachtung. So wie er mit mir umgegangen ist, er verdient es. Ja, Gott geht auch nicht so mit uns um, wie wir es verdient haben, hat der Dani letzten Sonntag gesagt. Wir haben die Strafe verdient. Und er ist barmherzig mit uns. So sollen auch wir mit anderen umgehen. Nicht so, wie sie es verdient haben, sondern dass wir rückgehen können mit Liebe begegnen. Mir hilft immer wieder das Lied, das wir kürzlich gesungen haben. Es begleitet mich wirklich, ich habe schon davon erzählt. Es ist für mich wirklich eine wichtige Predigt. In dem Lied heißt es, wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Es soll uns auf die Knie treiben. Es soll uns ins Gebet treiben. Auch wenn wir Konflikt haben. Auch wenn wir wirklich Mühe haben. Wenn wir nicht wissen, wie weiter. Fang an, die Person zu segnen. Fang an, für die Person zu beten. Ich habe schon so viel erlebt,
wie Gott mich verändert hat in so einem Moment, wo ich jemand anders gesegnet habe. Die Person hat sich dann vielleicht irgendwann auch verändert, aber zuerst habe ich mich verändert und habe sie auf einmal annehmen können. Und irgendwann haben sich auch meine Gefühle und Gedanken verändert, wenn ich über längere Zeit für die Person bete, sie segne, es passiert etwas. Ganz ein Spitzenvers von Paulus finde ich Epheser 4, 31 und 32, wo er sagt, Bitterkeit, so tragisch, wenn Christen bitter werden, oder? Und vor allem, wenn sie im Alter bitter werden. So tragisch, auch unnötig. Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der Predigt. Das ist wirklich, nehmt den Vers mit. Epheser 4, 31 und 32. Ich finde das so gut. Als Christen sollen wir uns auszeichnen, indem wir freundlich mit anderen umgehen, indem wir nicht urteilen, nicht Druck machen, sondern mitfühlend sind, vergebend, weil uns selber vergeben worden ist, wie wir letzten Sonntag gehört haben, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden die Barmherzigkeit erfahren. Es ist für mich immer wieder das Prinzip von Saat und Ernte, oder? Wir ernten, was wir gesagt haben. Wenn wir barmherzig umgehen mit anderen, werden wir erleben, dass wir auch barmherzig behandelt werden. Wenn wir andere verurteilen und Druck machen, werden wir erleben, dass wir auch verurteilt werden. Wie können wir ein reines Herz bewahren? Letzter Punkt, sei schnell im Umkehren. Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und merkst, du bist in der falschen Richtung unterwegs, was machst du? Du nimmst die nächstmögliche Ausfahrt und du wendest. Du tust die Richtung ändern. Oder du sitzt im falschen Zug, oder? Das passiert manchmal unseren Kindern, die immer jede Woche auf Tun ins Training gehen. Es kommt mal vor, dass der eine im Falschen hockt und dann irgendwie von Spiez auf Interlaken fährt, anstatt auf die andere Richtung. Du steigst nächstmögliche Bahn auf aus, nimmst den nächsten Zug zurück, oder? Aber in unserem Leben fällt es uns manchmal so schwer, umzukehren. Warum? Weil der Stolz im Weg steht. Der Stolz steht so häufig im Weg. Wir müssen es alle immer wieder lernen. Es braucht Demut, oder? Es braucht Demut, sich einzugestehen. Ich habe mich geirrt. Ich bin vom Holzweg. Ich habe mich getäuscht. Ich bin wirklich wieder reingefallen. Ich habe gesündigt, ich habe versagt. Ich bin in so einem Moment wirklich enttäuscht, auch von mir selber. Wieso ist mir jetzt das wieder passiert? Aber ich weiss, ich darf mit allem zu Jesus kommen. Er vergibt mir gern und ich muss den Ballast nicht länger mit mir herumtragen. Umkehren ist eigentlich etwas Schönes, etwas Befreiendes, wenn man umkehren kann, wenn man umkehren darf. Die Bibel braucht das alte Wort Buß, oder? Heisst nichts anderes als umkehren. Die Richtung ändern. So ein wichtiger Punkt. Und für mich ist das Kronbeispiel von David, Psalm 51, Vers 12, das ist der vierte Bußpsalm von David. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Der David. Der grosse David, oder? Wo die Bibel sagt, ein Mann nach dem Herzen von Gott, wo wir ja wissen, er ist alles andere als sündlos gewesen. Er hat so grausam versagt. Ist in Ehebruch hineingelaufen mit der Bathseba. Hat sogar ihren Maler umbringen, den Uriah. Unglaublich schwierig. Unglaublich schwierig. Gott hat so viel Grund gehabt, zu sagen, David, weg mit dir. Du hast das Limit nicht erreicht. Du hast versagt. Und dann schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm. Man könnte die Geschichte in 2. Samuel 11 und 12 nachlesen. Und der Nathan, der Prophet, erzählt ihm David die Geschichte von dem Mann, der das eine Schaf gehabt hat und von einem reichen Mann, der dann das Schaf genommen hat, weil ihm seine eigenen Schafe haben geräut. Und dann sagt er, was sollen wir jetzt mit dem reichen Mann machen, der dem Armen das eine Schaf wegnimmt? Und der David sagt, strafe. Und der Nathan sagt, du bist der Mann. Du bist es. Und der David in dem Moment realisiert, ich habe so versagt. Ich bin Sünder. Ich brauche Vergebung. Und ich denke, das ist das, was David auszeichnet. Er hat versagt, wie alle anderen auch, oder? Aber er konnte umkehren. Das sieht man zum Beispiel bei seinem Sohn Salomo nicht so.
Salomo hat sehr gut angefangen, aber am Ende von seinem Leben habe ich das Gefühl, er hat nicht mehr umkehren. Und der David hat können. Hat sich demütigt, ist umgekehrt, hat um Vergebung gebeten, ist korrekturbereit geblieben. Das ist das Entscheidende beim David. Er musste Konsequenzen tragen. Sein erster Sohn ist gestorben, der da im Ehebruch gezeugt worden ist. Aber es ist für mich so ein ermutigendes Beispiel für uns, dass wir umkehren können, dass wir umkehren sollen, wenn wir merken, hey, ich bin auf dem falschen Dampfer, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Ich muss umsteigen, ich muss die Ausfahrt nehmen, ich muss umkehren. Und meine Frage zum Schluss ist, wo stehst du? Was ist deine Situation und was ist für dich heute dran? Wo musst du wie ein David sagen, Herr, gib mir ein reines Herz, gib mir wirklich, vergib du mir. Ich habe versagt, ich möchte umkehren. Wo ist es bei dir dran? Der Glaube, dass er gestärkt wird, dass du in den kindlichen Glauben reinkommst. Die Kinder sind uns da Vorbilder. Wie sie können mit Gott reden, an Gott glauben. Das können wir von den Kindern lernen. Vielleicht auch das erste Mal sagen, Jesus, ich möchte wirklich mein Leben dir geben. Ich möchte, dass du mir ein neues Herz gibst. Ich möchte ein neues Leben mit dir anfangen. Thema Vergebung. Wo ist es dran, jemanden zuzugehen? Einen ersten Schritt zu machen, nicht zu warten, bis der andere kommt, sondern sagen, nein, ich mache den ersten Schritt. Es fällt mir schwer. Ich bin verletzt. Ich bin wütend, oder? Müde und wütend. Aber ich mache es, weil Jesus mir vergeben hat. Umkehren. Wo ist es für dich dran, umzukehren? Eine neue Richtung einschlagen. Es braucht Demut. Unseren Stolz, unsere Zweifel, unsere Ängste, unseren Unglauben, unsere Unversöhnlichkeit zu Jesus zu bringen. Vielleicht ist auch das der Weg. Jesus all das bringen, wo wir merken, das hindert mich, es blockiert mich, zu wachsen. Es blockiert mich, Jesus ähnlicher zu werden. Es blockiert die Beziehung zu ihm. Vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, was die letzten zwei Jahre passiert ist, wo wir uns vielleicht irgendwo auch verrennt haben. Auf der einen oder anderen Seite und nicht mehr können zulassen und nur noch den anderen zudeckt haben mit Argumenten. Und vielleicht ist es dran, heute aufeinander zuzugehen und zu sagen, ich habe mich getäuscht, es tut mir leid. Ich habe nicht die ganze Weisheit richtig gesehen. Ich habe mich verirrt. Wo es Zeit ist, aufeinander zuzugehen, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir als Christen vorausgehen können, wirklich Brückenbauer sein und ja, wieder das gemeinsame Suchen, Jesus im Zentrum zu haben. Und dass es um einen Auftrag geht. Wir haben das immer betont, oder? Es geht um unseren Auftrag. Dass noch viele Menschen Jesus kennenlernen können. Um das geht es. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe schon so oft erlebt, wenn ich umkehren kann von einem falschen Weg, dass Jesus aus Mist Dünger machen kann. Oder? Dass Jesus aus meinem Mist, den ich gebaut habe, kann Dünger machen, dass er ihn verwandeln kann, dass etwas Gutes daraus werden kann. Das macht mir immer wieder Hoffnung, das macht mir Mut für unser Leben, auch dort, wo wir anstehen, auch dort, wo wir es nicht schaffen, auch dort, wo es schwierig ist. Das gibt mir wirklich Hoffnung. Ich bin sehr zuversichtlich, auch für die nächsten Wochen und Monate, egal was nächste Woche entschieden wird vom Bundesrat. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich auf den Frühling. Und ich freue mich, dass wir zusammen dürfen. Vorwärts gehen mit Jesus in unserer Mitte. Amen. Amen.